8. April 2017 auf der Radtour von Karlsruhe nach Forbach oder in die Richtung von Forbach über Bad Herrenalb. Wir sind jetzt über den Hügel rüber und auf der Straße Richtung Richtung Tal. Und wie man jetzt schon sieht bei der Abfahrt, schöne Straße, gut geteert. Und ja, unser Ziel ist es jetzt, einen schönen Campingplatz zu finden. Dafür fahren wir ein Tal an, ein Flusstal, bevor wir dann zum Moogtal kommen würden, was völlig verbaut ist. Wie war die Tour bisher? Gut, anstrengend. Ja, und zum Fahrrad ist zu sagen, wir machen die ganze Tour, weil wir einen Pino-Hase-Test fahren oder andersrum Hase-Pino. Das handelt sich dabei um ein Stufentandem. Wie zu sehen ist, fahren wir zu zweit. Ja, und die Idee ist jetzt zu testen, ist das Hase-Pino bergtauglich? Und ich muss sagen, hier in der Position auf jeden Fall. Wann hat man das sonst schon mal? Einfach Abfahrt genießen, ohne überhaupt lenken zu müssen? Genau. Also das gilt für dich jetzt ja nicht da oben. Und wir haben festgestellt, dass kleine Steigungen zu zweit machbar sind. Wenn es Differenzen gibt in der Fitness, das war anfangs so, dass ich vielleicht ein bisschen mehr am Berg getrampelt habe. Als ich mich dann ausgepowert hatte, hat Elisabeth uns den Berg hochgebracht. Und als das nicht mehr ging, haben wir die Zugtechnik angewendet. Also wie nennen wir das? Esel? Eseltransport, also mit einem Wandergurt, mit einem Klettergurt, falsch rum anziehen und dann von der Einhängschlaufe einfach ein Seil befestigen. Aber das ist dann auch alles in den Bildern zu sehen. Ja, für alle, die später uns folgen werden, ist zu sagen, das Video ist noch auf Deutsch. Aber wir werden dann wahrscheinlich in naher Zukunft dann auf auch Englisch umsteigen. Ja, das war's für heute und Bilder gibt's dann von der Campsite wieder.